Was geht, meine Freunde? Kumbi Björn ist am Start. Heute mit einer kleinen Challenge für meinen Homeboy Mr. Mike. Der gute Mr. Mike hatte mich ja schon vor 2 Wochen mal gechallenged, wer die meisten Freiwürfe aus 100 trifft. Heute habe ich mir eine Challenge für dich überlegt, Mike. Wir machen, wer schafft die meisten Liegestützen am Stück. Ich weiß, ich werde da ziemlich ablosen höchstwahrscheinlich. Ich habe Ewigkeiten keine gemacht. Ich habe gestern dieses Video hochgeladen, wo ich so die Basic Basketball Workout Sachen hochgeladen habe. Und da habe ich schon gemerkt im Training, holy shit, mir fehlen richtig die Muskeln, weil ich so lange nicht trainiert habe. Und du hast ja gesagt, du willst mich immer so ein bisschen challengen, damit ich wieder in meine alte Form komme. Und ich finde, ein paar Push-Ups muss man auf jeden Fall können. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wer die meisten schafft. Kurze Info für euch, die sich das Video anschauen. Es wird keinen Counter irgendwo in der Ecke oder so geben. Das letzte Mal bei den Freiwürfen hat es 2 Tage gedauert, bis ich damit fertig war. Ich werde einfach am Ende die Zahl einblenden. Und ganz ehrlich, ich bin happy, wenn ich über 25 schaffe. Ich glaube echt, das ist fast schon so das Maximum. Kann auch sein, dass mich der Mike jetzt gut zerstört in dem Video. Aber genau, wir schauen einfach mal, was geht. Und ich würde sagen, let's go. Okay, so, wo ist die Kamera? Moment. So, ihr habt es gesehen, das war jetzt ziemlich gammelig. Ich weiß gar nicht, es waren glaube ich um die 28, also ich habe sofort gemerkt, schon nach 10 Push-Ups oder so, ach du Scheiße, du hast überhaupt keine Kraft dafür. Aber ich hatte einfach Bock, den Mike zu challengen, weil der hat auf Instagram immer diese Bilder manchmal, wo er irgendwie schreibt 100 Push-Ups jeden Morgen. Und ich wollte einfach mal sehen, wie viel er am Stück schafft. Und ja, wahrscheinlich zerstörst du mich jetzt voll in der Übung, Digga. Aber ja, wollte ich einfach mal challengen. Zeig, was du kannst, Bro. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.